Und das war auch noch ein ganz besonderes, nämlich das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte nach nicht weniger als 14 Sekunden. Das war vergangene Saison der Fall. Dass das heute nicht wieder passiert, dafür soll vor allem Mario Krasnitzer im Lustenauer Tor sorgen. Seine Option wurde bereits wahrgenommen. Schöne Geste vor dem Spiel, auch Kapitän Peter Letocher überreicht ORF-Landesintendant Wolfgang Burtscher eine 40.000 Schilling Mannschaftsspende zugunsten der Aktion Nachbar in Not. Das ein Resultat der ohnehin schmächtigen Prämien der Spieler, also ganz noble Geste der Lustenauer. Hubert Nagel hat heute Geburtstag, 48 wird er, und wünscht sich natürlich einen Sieg seiner Mannschaft. Das gleiche tun die mitgereisten Rapid-Fans für die ihre. Rutschiges Terrain bei Dauerregen im Reichshofstadion, 7000 Besucher, und die sehen eine von Anfang an hochmotiviert und hochoffensiv aufspielende Lustenauer Mannschaft. Gröner, Rektop. Schöner Weiterpass auf Butrei, Tiefenbach und noch einmal der Deutsche Butrei per Kopf, aber da ist Butrei schon im Abseits gestanden. Aber erste tolle Aktion schon in der allerersten Minute für die Lustenauer. Charles Wittl mit einem gefährlichen Freistoß. Wittl heute also von Anfang an dabei, dafür Wagner und Vier zu Beginn draußen und die dazugehörende Ecke. Und Acic aus dem Hinterhalt, aber gut 7-8 Meter am Tor vorbei. Und dieses Foul von Freund am Ex-Rapidler Patrick Jovanovic, Freistoßdistanz etwa 25 Meter. Und Roger Prinzen, herrlich geschossen. Da macht Ladislav Meyer keinen Zucker, da wäre er nie und nimmer dran gekommen, aber der Ball streift etwa einen Meter am Pfosten vorbei. Die Hütteldorfer mit großen Problemen im Spielaufbau und für einmal ein Konter der Lustenauer, die sonst eigentlich eher das Spiel machen. Auf Tiefenbach. Riesenmöglichkeit für den pfeilschnellen Ungarn, aber bei der Chancenauswertung, da hapert es bei ihm ein bisschen in den letzten Wochen. Dann einmal ein Konter für die Hütteldorfer. Freund, Tanksa. Dauert alles ein bisschen lang und dann klärt Kapitän Letocher zur Ecke. Prosenik. Die Faustabwehr von Krasnitzer und Acic, nochmals Krasnitzer, und zu einem zweiten Nachschuss kommt Ivan Acic nicht mehr, denn er fault zuvor Michael Butra. Weiter Pass von Roger Prinzen. Tiefenbach. Und Erik Rektop. Mit einer spektakulären Einlage trifft er auch noch Freund an den Händen, aber er hat seinen Körper gezogen, keine Elfmeterentscheidung, absolut okay. Quirlige, dynamische erste Halbzeit, die Fans absolut zufrieden. 0:0, der Pausenstand. Lustenau in Topform, Rapid weiß Gott noch nicht meisterlich. Wieder Libero Prinzen. Rektor. Butrei, kein Abseits. Rektor. Und 1:0 für Austria Lustenau in der 50. Minute. Absolut verdient dieser Führungstreffer. Für einmal hat die Rapid-Abwehr nicht gut aufgepasst, aber ein bisschen Glück war auch dabei, denn Hartz fälscht den Ball noch zwischen den Beinen, bekommt dann ein bisschen ab und so kommt Meyer nicht mehr heran, ist chancenlos bei diesem Gegentreffer, und viel hat nicht gefehlt, dann wäre Meyer dran gewesen, aber 1:0 die Führung, 5 Minuten nach der Pause. Die Antwort der Hütteldorfer, Prosenik. Und Charles Wittl steigt am höchsten. Er heute stärkster Mann bei Rapid auf dem Feld. Und bei diesem Kopfball hat gar nicht viel gefehlt. Die Lustenauer lassen sich jetzt immer weiter zurückfallen. Rapid macht das Spiel, kommt aber kaum zu wirklich guten Chancen. So versucht Prosenik auch einmal von hinten. Aber Krasnitzer mit gutem Stellungsspiel war tückisch, dieser Aufsetzer von Prosenik. Herbert Weber bringt dann Wagner für Acic. Aber deutlich besser wird das Spiel auch nicht. Aber diese Aktion von René Wagner, gut geschossen aus der Drehung. Aber wieder Mario Krasnitzer hat gut aufgepasst. Benecker. Und dann Butrei auf und davon. Kein Abseits, allein gegen Meyer. Und das ist das 2:0 in der 82. Minute. Die Lustenauer zu diesem Zeitpunkt natürlich nur noch aufs Kontern verlegt. Und der Beste, der hat gepasst.
Wenige Minuten vor Schluss, Riesenjubel bei den 7000 Fans. Und das war's dann auch schon. Lustenau gewinnt auch das zweite Heimspiel gegen Rapid mit 2:0. Riesenerleichterung bei Edi Stör. Nur noch aufs Kontern verlegt und der Beste, der hat gepasst. Wenige Minuten vor Schluss, Riesenjubel bei den 7000 Fans. Und das war's dann auch schon. Lustenau gewinnt auch das zweite Heimspiel gegen Rapid mit 2:0. Riesenerleichterung bei Edi Stör. Lustenau an Fans, große Enttäuschung bei den Hütteldorf. Wir konnten kaum effektive Torchancen herausarbeiten, obwohl von der Entstehung her hätten wir die Möglichkeiten gehabt, aber der letzte Pass hat meistens nicht geklappt. Aber sie sind gelaufen und sie haben sich eingesetzt, aber um Meister werden zu können, da fehlt doch einiges. Der Trainer hat mehr Kraft, als man ihm zutraut. Der Trainer ist immer optimistisch, der Trainer denkt immer an die Zukunft und ist aber gleichzeitig Realist. Natürlich ist es ein klein wenig balsam, weil ich bin natürlich erfolgshungrig und erfolgsorientiert. Insofern hat es heute ganz besonders gut getan. Klaus Heutinger, ist für Sie bei Ried die Uhr abgelaufen? Ja, die ist abgelaufen. Ich werde heute den Rücktritt erklären und es war somit das letzte Spiel für den SV Jos Karit. Eine sensationelle Aussage.